Einen sonnigen Tag haben wir wieder an der Nordsee. Ja, einen richtigen sonnigen Tag. Im Hintergrund, wie die Ölsardinen, liegen die Touristen hier am Strand von Hooksiel und sonnen sich. Wir nehmen auch unser Sonnenbad. Wollen wir noch schwimmen gehen? Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu kalt. Ich denke schon. Also ich denke auch. Ich habe da nicht so Lust drauf. Wollen wir was Kreatives machen heute noch? Da wäre ich total für, denn wir haben heute einen Gast in der Sendung. Was kann der alles? Ja, was kann er? Das zeigen wir euch. Jetzt. Das ist er, unser Gast heute. Schick in Schwarz, viel Chrom, ganz neues Design. Laura, um wen geht es hier wirklich? Also, es geht hier um den neuen H1 von Hyundai. Ja, also der Unterschied zum alten Hyundai. Sie wollen sich verabschieden von dem Kastendesign. Und ich finde, das ist hier bei dem Gerät ganz gut gelungen. Das haben sie gut hingekriegt. Damit herzlich willkommen bei BKF TV. Und jetzt geht es direkt los mit unserem Außencheck. Ganz genau. Los geht's. Deutlich zu erkennen, wo gehört er hin, der neue H1, klar nach Hyundai. Großes Zeichen, schön bullig vorne in der Mitte. Die eine Kante oder Sicke ist hier verändert worden. Große Scheinwerfer haben wir vorne hier rund auf das Eckige. Naja, das ist eben Geschmackssache, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Was wünschenswert gewesen wäre hier in dem Segment Premium, wäre ein Tagfahrlicht. So schön mit LED wie die anderen Hyundai-Modelle der i10, i20, i30, i40, das auch schon serienmäßig drin haben. Das fehlt hier leider. Wir machen eben weiter an der Seite. Da gibt es nämlich was ganz Entscheidendes, woran man den neuen H1 denn erkennen kann. Quadratisch, praktisch, gut. Hyundai H1, der neue, wir haben es erwähnt. Hyundai verabschiedet sich von dem Kastenwagen, von dem typischen Kastenwagen-Design. Gerade hier als Kombi her, er gibt schon ein bisschen mehr her. Jetzt im Straßenverkehr. Ganz neu diese Sicke hier, der Schwung über den Radläufen, vorne sowie hinten. Im Premium hier, das ist unser Testwagen, sind die Spiegel sogar elektrisch anklappbar und natürlich auch elektrisch beheizt. Schiebetür haben wir, nicht nur rechts eine, serienmäßig haben wir auch noch links eine, da kommen wir später im Incheck nochmal zu. Und ganz besonders gefallen mir hier die Alufelgen, die hier serienmäßig drauf sind. In unserem Premium 17 Zoll, 215, 60er Bereifung. Also, er sieht jetzt schon richtig schick aus, finde ich. Die Heckpartie des neuen H1, ganz klar und deutlich hier, klare Linien. Wie gesagt, mir persönlich gefällt hier das Schwarze mit dem Chrom, was hier Hyundai verbaut hat. Übrigens unser Premium hier oder die Ausstattungsvariante Premium, so ist es richtig gesagt. Wir haben noch eine Park Distance Control verbaut und sogar mit einer Heckfahrkamera. Das wird mir dann im Entertainment-System vorne im Cockpit eingeblendet, so kann ich dann genau sehen, was und wen ich gerade umfahre. Toll finde ich auch noch die getönten Scheiben ab der B-Säule im Premium, auch serienmäßig. Und oben, Michael, schaust du mal, da hat er so eine richtig schöne dicke Heckflosse drauf. Das ist die Antenne für Telefon, für GPS und natürlich fürs Radio. Wer weiß, wer da noch so mithört. Dritte Bremsleuchte, Scheibenwischer, Hyundai steht dran. Weiter geht's, auf zum Incheck. Durchzug, ja, Durchzug ist wieder angesagt. Von der einen Seite rein, hier wieder raus. Serienmäßig in unserem Hyundai H1 zwei Schiebetüren. Finde ich sehr, sehr praktisch. Die Schiebetüren sind auch groß genug, damit das Ein- und Aussteigen hier auch nicht schwerfällt. So, wir haben zwei Sitzbänke hier im Vorderbereich. Im Moment gerade hier mittlere Sitzbank, schön in Leder bezogen. Wir haben höhenverstellbare Kopfstützen. Das finde ich mal auch gut. Also nicht Transporter-like. Sicherheit natürlich, das muss sein. Ja, wie komme ich rein, wenn ich auf der Rückbank sitze? Ganz einfach, diese beiden Sitze hier vorne, also diese Bank, die ist asymmetrisch. Das ist ein einzelner Sitz. Hier ist so die Trennung. Hier sind die anderen beiden. Ich kann auch von beiden Seiten einsteigen. Schieb das nach vorne, klapp hier die Lehnen um. Und also überhaupt auch gar kein Problem, jetzt hinten auf die Rücksitzbank zu kommen. So, wir machen das Ganze mal wieder zurück. Einklappen.
man merkt, also es ist schon richtig gut verarbeitet, es ist richtig stabil. Klimatisierung, das ist hier auch kein Problem, darf ich mal eben sagen. Wir haben zwei Klimazonen, eine vorne und eine hier für den Formbereich. Es kann auch von hinten geregelt werden, warm, kalt. Und die Lüftung und die Klimaanlage läuft hier sehr gut, haben wir im Test gemacht, bei unseren heißen Bedingungen hier an der Nordsee. Also auch kein Ding. Ja, und da ist er, mein Zollstock. Kofferraum, das ist wichtig bei gerade so einem Shuttle hier, wenn ich ihn mal als Shuttlebus bezeichnen darf oder als VIP-Shuttle, passen auch 7 Gepäckstücke hinten rein in den Kofferraum, wenn die Fahrgäste 14 Tage nach Mallorca reisen möchten. Das messe ich jetzt nach, also geht's nach hinten. Halt, bevor ich das vergessen habe, es gibt noch ein tolles Gimmick. Oh! Wir haben dann auch noch serienmäßig 2 Fenster in den Schiebetüren drin. Was will ich denn mehr hier als Fahrgast? 500 Liter, 600 Liter, 800 Liter, 1000 Liter, 1500 Liter. Laderaum, Volumen kann man ja viel erzählen. Ich messe lieber nach. Also nochmal, ich habe 2 Sitzbänke hinten, A3 Personen, sind 6 Personen, vorne Beifahrersitz, noch einer. Mal angenommen, das ist jetzt ein VIP-Shuttle oder ein Taxi-Flughafenzubringer. Dann habe ich also 7 Fahrgäste. Diese 7 Fahrgäste möchten jetzt, wo schicken wir sie mal hin? 14 Tage nach Helgoland. Ja, herzlichen Glückwunsch, da kommt keine Langeweile auf. Große Gepäckstücke, also passen sie jetzt hier rein oder passen sie hier nicht rein? Ich messe das einfach mal so Pi mal Daumen nach. So, einfach mal eben so gehalten. Das sind also hier so 90 cm. Von der Tiefe her, dann haben wir hier so eine Breite von 1,36 Meter und wir haben eine Höhe so von 1,17 Meter. Alles wie gesagt Pi mal Daumen, Taschenrechner raus, Handy raus, schnell nachrechnen, wie viel Kubikmeter Ladevolumen das sind. Aber ich sag, passt, auf jeden Fall, kein Problem. So, die zweite Rücksitzbank hier, die ist leider fest. Das gefällt mir persönlich nicht so. Wenn man denn mal mehr Gepäck hat, weniger Fahrgäste, wie auch immer, dass man die rausnehmen kann. Das ist so schnell nicht möglich, aber es ist natürlich möglich. Generell ist unser Premium hier richtig gut ausgestattet. Schön gekettelten Teppich hier, der ist so drauf gemacht. Das schont auch noch. Hinten ist alles untergebracht, was ich so noch brauche. Also Warndreieck und Wagenheber und Erste-Hilfe-Koffer und Ersatzreifen und was brauchen wir noch so? Ne, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht noch Hütchen oder vielleicht noch eine Jacke oder ein Anorak. Nein, alles Blödsinn. Also es geht, große Heckklappe, steht auch stabil. Wenn es denn regnet beim Ein- und Ausladen oder schneit, denke ich, ist das hier auch kein Problem. Man kommt hier trocken rein und raus, beziehungsweise das Gepäck kommt hier trocken rein und raus. Dann fehlt uns noch eins, vorne das Cockpit. Dann gehen wir da mal hin und schauen da, was ist da so los im Hyundai H1? Willkommen im Cockpit vom Hyundai H1, dem neuen H1 aus dem Hause Hyundai. Ja, wie ergeht es hier dem Fahrer und dem Beifahrer? Ich sag mal einfach gut. Unser Premium-Modell hier oder Ausstattungsvariante Premium, sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, vorne auch Leder, schöne Sitze mit Armlehnen, die höhenverstellbar ist. Sitzheizung hat er. Ein schönes Lederlenkrad und das ist auch sogar beheizt. Mensch, das haben wir schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Dann hat man keine kalten Flossen im Winter. Multifunktionslenkrad übrigens, ne? Ein Haufen Tasten bei. Ihr wisst ja, Lenkräder, nicht so mein Thema. Eine Hupe haben wir auch. Es geht weiter in der Mitte, Mittelkonsole. Michael, kann man das sehen? Einen riesengroßen Knüppel, na, wer ihn denn leiden mag. Eine 5-Stufen-Wandlerautomatik ist hier verbaut. Läuft auch sehr, sehr ruhig. Nicht ruppig, schaltet schön sauber. Erfüllt also ihren Zweck. Ablagefächer. Das ist hier so ein Ding. Da würde ich sagen, Michael, setz dich mal auf die Rücksitzbank, damit wir mal so das ganze Cockpit hier in der Übersicht haben. Es könnte nämlich alles ein bisschen mehr sein mit den Ablagemöglichkeiten, die ich in dem Hyundai H1 habe. Michael, schaust mal in der Mitte hier eben bitte. Hier im Armaturenbrett oben ist diese kleine Mulde. Wir haben selbstverständlich ein Handschuhfach. Oh, ich greife mal rüber. Da unbedingt ganz so viel passt da auch nicht rein. Und hier oben haben wir noch mal ein kleines. Das ist allerdings positiv hier, sehr positiv zu bewerten. Das ist nämlich klimatisiert. Also da kann ich da auch meine Getränke abstellen. Apropos Getränke, da geht es dann weiter hier in der Mitte. Das ist dann unser Getränkehalter hier in der Mitte.
klein, aber fein, erfüllt seinen Zweck. Hier oben noch der Aschenbecher, sowas habe ich ja schon ewig nie mehr gesehen, dass es das noch gibt, dass in Fahrzeugen noch geraucht wird. Gut, Zigarettenanzünder, also Strom ist hier auch keine Sache. Ich brauche aber auch in unserem Premium H1 hier kein Navigationssystem, weil das ist alles drin in unserem Entertainment-System. Wie immer 7 Zoll TFT, Touchscreen mit allem drum und dran, also Radio, Freisprecheinrichtung selbstverständlich und GPS, also Navigationssystem und ein Mediaanschluss. USB rein und dann kann ich meine Mediendaten wie zum Beispiel MP3s auch direkt vom Handy oder vom MP3-Player hier abspielen. Alles übrigens natürlich vom Lenkrad aus bedienbar über unsere Multifunktionstasten. So, was haben wir noch so Schönes? Ablagefächer hatte ich. Ablagefächer reichen mir persönlich nicht. In den Türen haben wir übrigens noch welche. Die reißen mich jetzt aber auch nicht gerade vom Hocker. Ist aber überhaupt gar kein Problem, meines Erachtens. Trotzdem hier ein sehr, sehr guter Fahrerarbeitsplatz. Und er bringt Spaß auf der Reise. Wir haben ihn auch schon ein paar tausend Kilometer jetzt gefahren. Motor, das ist noch ein wichtiges Thema im neuen Hyundai H1. Warum? Ja, hier ist ein neues Antriebsaggregat drin. Wir schauen mal eben nach, ob unser Premium auch eins hat. Da war es nicht, aber da war der Öffner für die Motorhaube. So, erster Versuch, das ist ja mal schwierig, bei den ganzen verschiedenen Modellen den richtigen Hebel zu finden. Ja, und gefunden auf Anhieb. Vielleicht wären hier zwei Lifter auch noch passend gewesen. Motor, hast du einen Motor gefunden? Motor? Motor? Da, guck mal, Motor. CRDI 16V, hier ist also richtig was drin. Es ist ein Common Rail Diesel mit 2,5 Liter Hubraum. Es gibt ihn mit 116 PS, 136 PS und 170 PS. Den haben natürlich wir mit maximalen Drehmoment der 170er von 441 Newtonmeter und das schon bei 2000 bis 2500 Umdrehungen. Übrigens die neue Motorengeneration hier im H1, alles Euro 6 Motoren, sprich also mit AdBlue-Technologie. Das war unser kleiner Test mit dem neuen Hyundai H1. Wie, das war's schon? Das war eine kurze Sendung heute. Das stimmt, aber ich glaube, wir haben alles drauf. Genau, wir haben ihn gezeigt von außen, wir haben ihn gefahren, wir haben ihn von innen gezeigt. Genau, ne? Alles erklärt. Richtig, genau. Was meinst du denn so zum H1? Wäre er was für dich? Für mich persönlich wäre er nichts, dafür ist er einfach zu groß. Allerdings finde ich ihn sehr schön zu fahren, trotz der Größe. Er ist sehr geräumig. Ich bin der Meinung, es wäre was für eine Familie mit Kindern oder als Businessvan geeignet. Genau, das ist schon das Schlagwort. Business Van, Familie, ja, das passt. Für Vereine aber ebenso als VIP-Shuttle, gerade hier in der Premium-Ausstattung. Und deswegen gibt es von mir auch, zack, das Harle-Taxi-Schild. Da ist er auch zu gebrauchen. Als Taxi sollte man sich überlegen. Das war's von BKF TV heute mit dem Hyundai H10. Hätte ich mich fast wieder versprochen. H1 ist es, soll ja mal vorkommen. In der Moderation heute Laura Mielich, mein Name ist Niki Schlot und hinter der Kamera Michael Philipp. Tschüss und bye bye.